Hallo, mein Name ist Nils Donder. Ich bin Mitarbeiter der Green Homes GmbH und ich möchte anhand dieses Films darstellen, wie im Bereich der Architektur das Tool PDF Exchange Viewer für Architektenzwecke halt genutzt werden kann. Ich habe jetzt hier das Programm schon mal aufgerufen und eine PDF hochgeladen. Hier ein Grundriss eines unserer Häuser, die wir entwickelt haben, ist das Reihenhaustyp oder der Reihenhaustyp extra small. Ja, hier kurz die Toolleisten und die ich hier oben schon mal platziert habe, fehlen oben ein paar nach dem Installieren. Hier rechte Maustaste neben eine von diesen Funktionsleisten. Hier kann man dann ein paar Häkchen setzen. Ich empfehle jetzt einfach mal alle zu setzen. Ja. Hier oben die Funktionsleisten, vielleicht im Einzelnen öffnen, Druckfunktionen, Funktionen, mit denen man halt den Desktop drehen kann, hier Pfeiltasten, dann eine Handfunktion, mit dem man halt das Teil verschieben kann, die Datei, den Bildausschnitt. Ich drücke jetzt mal die Steuerungstaste, das könnt ihr natürlich nicht sehen, Steuerungstaste und drehe mal am Scrollrad der Maus, dann kann ich rein und rauszoomen. Hier die Hand, mit der Hand kann ich jetzt mich sozusagen, ich scroll nochmal weiter rein, in den Plan bewegen. So, ich kann Ausschnitte wie beim Snipping-Tool halt wählen. Ich markiere jetzt hier, habe jetzt quasi in den Zwischenspeicher dieses Element halt übernommen. Wenn ich jetzt die Funktion Steuerung V drücke für Paste Copy, kann ich diesen Ausschnitt hier gleich dann auch drauf implizieren. So, dann haben wir noch das Texterkennungstool. Letztendlich, je nach Typologie von PDF, die vorliegt, sind die, die ist das, was geschrieben ist, halt einfach integriert mit dem Steuerzeichen und die kann ich dann markieren und den Text auch wieder mit Paste und Copy halt herauslesen. Dann, was haben wir noch? Links kann man setzen, Mausbereiche platzieren. Ich kann innerhalb des Dokumentes, jetzt habe ich zwar einen Grundriss, ein PDF, ein einseitiges, aber es kann ja auch ein 80-seitiges PDF sein. Ich kann nach Begriffen suchen. Ich suche jetzt mal nach dem Begriff Small, weil ich weiß, da kommt ja ein Dokument vor. Und ich drücke hier mal die Lupe. Aha, hier haben wir den Begriff. Sonst kommt er nicht vor, der Begriff. Gut, was haben wir denn sonst für Tools? Ich kann, wenn ich jetzt eine Plankontrolle mache, zum Beispiel als Projektleiter, kann ich hier diverse Textfelder einfügen oder auch sonstige Elemente halt applizieren. Ja, gehe ich mal hier hin, klicke hier dieses Dings da ein und ich schreibe da jetzt mal rein Achse, Achsbezeichnung entern. Vielleicht möchte ich die anders bezeichnet wissen. So, kann ich anklicken und das Ding ist dann noch vorhanden. Ich sehe jetzt hier also quasi diese kleine Sprechblase. Jetzt kann ich nochmal eine Sprechblase platzieren. Was haben wir denn hier? Anderer Stuhl. Kann ich zumachen. So, und jetzt kann ich hier die ganze Zeichnung mit Sprechblasen füllen und die Sprechblasen kann ich dann ein- und ausklicken. Was gibt es noch für ein Tool? Ich kann also einfach hier ein Textfeld aufmachen. So, ich schreibe da jetzt was rein. Ein Test Textfeld. So, das Textfeld ist jetzt fertig geschrieben. Ich mache es halt einfach mal ein bisschen größer. Ich kann den Text jetzt in seiner Lage halt verändern. Ja, anordnen, in Vordergrund, Hintergrund, ausschneiden, groß. Ja, das ist also ein schnelles Textfeld. Ich kann die Schriftart verändern. Ich klicke es jetzt einfach nochmal an. Vorne bis hinten. So, jetzt hat es hier Courier New, aber ich möchte jetzt eben Arial haben, wird es halt eine andere Schriftart. Ich kann die größer, kleiner machen. So, jetzt mache ich die mal 22. Ich kann die Italic, also sprich kursiv, ich kann die unterstreichen. Ich kann die Farbe des Textes ändern. Und ja, das sind also die diversen Optionen, die sich mit diesen Schriftfeldern halt ergeben. Das ist jetzt ein transparenter Hintergrund. Geht vielleicht unter in manchen Bereichen. Für das mit einer Farbhinterlegung gibt es noch andere Textfelder, und zwar das daneben liegende.
Mache ich mal auf. Nochmal ein Text. Test, Text 2. Ja, und dieses Fenster, da kann ich jetzt schon mehr Optionen halt mit belegen. Ich kann das füllen, gelb. Ich kann andere Farbe nehmen, wieder für die Schrift. Also ich muss das erstmal markieren. So, jetzt wieder eine andere Farbe nehmen. So, nehme ich mal hier Farbe blau und ich mache es nochmal größer. 24 Punkte. So kann man also in diesen Textfeldern Elemente halt oder einfach Textbereiche halt implizieren und die dann auf dem Desktop hier hin und her schieben. Was haben wir noch? Ich kann, wenn es eng wird an einer Position, kann ich auch ein Textfeld mit einem Pfeil dran machen. Test. So, auch hier wieder, ich kann das mit anderer Farbgebung machen. Hier kann ich jetzt zum Beispiel den Rahmen blau machen, wenn man zum Beispiel Sanitärinformationen halt entsprechend eingeben will. Blau vielleicht, Heizung, Rot. Also einfach ein kleiner Farbcode entwickelt. So, dann sind hier noch diverse Textwerkzeuge zur Verfügung, auf die möchte ich jetzt nicht mal intensiver eingehen. Muss man einfach mal ausprobieren. So, dann habe ich hier Pfeilwerkzeuge. So, jetzt habe ich hier das Element. Ich habe Eigenschaften, da kann ich halt am Aussehen auch diverse Features verändern. Ich kann beidseitig Pfeil machen, ich kann geschlossene Pfeil, ich kann Quadrate enden lassen, das kann ich eben Linienanfang, Linienende machen, Linienfarbe und halt die Größe des Stärke des Elementes. Ich kann die Deckkraft definieren, auch ganz spannend bei irgendwelchen Textfeldern. Genau so sehe das jetzt aus mit den Attributen, die ich gerade verpasst habe. Vielleicht noch mal kurz zu der Transparenz. Hier Textfeld, ich gehe auf das Textfeld, das deckt das jetzt ja ab, aber ich kann hier mit diesem Transparenzelement kann ich das jetzt stärker oder weniger stark machen. Wenn ich zum Beispiel Zonen in einem Plan markieren will, nehme ich halt so ein Feld. So. Ich kann das jetzt farblich nochmal füllen. Hier aktuell keine Füllung. Ich mache Füllung blau. Ich mache eine Transparenz 20. So kann man zum Beispiel jetzt im Bereich der Architektur Teilungspläne in einer bestehenden PDF hineinmachen. Ich kann dann hier zum Beispiel mit diesem Tool so die Zone hier markieren. So, das soll jetzt eben Farbcode grün werden. Deckt jetzt alles ab. Ist nicht so praktikabel natürlich für einen Teilungsplan. So, und jetzt habe ich hier eine Zone, die ist grün. Hier habe ich eine Zone blau. Und so kann ich dann in einem Teilungsplan unterschiedliche Wohnungen halt markieren. So, was haben wir denn noch für spannende Bereiche? Ich habe hier eine Zone, in der generell was geändert werden soll. Ich markiere das mit einer Wolke. So, auch hier dann vielleicht ein Hinweis vom Projektleiter. Größer planen als generelles Element. Was haben wir denn für Tools hier oben? Ich kann ein handschriftliches Element hinzufügen. Ich kann radieren. Was passiert dann? Aha, das, was ich gemacht habe, kann ich entsprechend wieder wegradieren. Ich habe hier diverse Stempel zur Verfügung, wobei diese Stempel auch von mir selbst erstellbar werden können. Wie das geht, kann ich gleich auch noch mal zeigen. Also ich habe hier das Textfeld, so, das möchte ich jetzt als Stempelelement halt haben. So, korrigiere ich nochmal hier diesen kleinen Schreibfehler. So, und ich mache jetzt daraus den Test Stempeln. So, ich gehe wieder auf dieses Fotografie-Tool. Und jetzt ist es im Zwischenspeicher und kann dann hier eine Stempelpalette aufrufen, mache eine neue Sammlung aus Zwischenablage, Test, Stempel, wie wollen wir den nennen? Neuer Stempel, kann man im später dann umändern. So, jetzt möchte ich also, habe ich das als Stempel, jetzt gehe ich in die Zeichnung und stempel hier lustig
das hin, was wir gerade als Teststempel gemacht haben. Wann bringt dieser Stempel was? Man kann zum Beispiel einfach das Firmenlogo als Stempel markieren. Dann könnte man dann entsprechend bei PDFs, die easy erstellt wurden, unten einfach noch sein Firmenlogo dann entsprechend hinstempeln. So, dann hat es hier noch ein paar Zoom-Tools rein, Zoom, rauszoomen und so weiter, auch ganz charmante Werkzeuge. So, jetzt, wie kann man denn diese ganzen Elemente, die ich auf die Zeichnung gemacht habe, löschen? Einfach draufgehen, markieren, löschen, hin und her schieben, markieren. Kann man größer, kleiner machen. So, gut, jetzt sind wir natürlich Ingenieure, Fachleute, Bauschaffende und wir haben einen Plan vor uns. Da ist natürlich ganz besonders interessant zu wissen, was kann ich denn da aus der technischen Seite noch herauslesen. In der Regel sind solche Pläne ja maßstäblich. Tja, jetzt habe ich hier einen Plan, der ist 11,50 Meter breit, aber ich hätte gern aus diesem Plan noch ein weiteres Maß genommen. Dazu gibt es dieses Messentool, also auch ganz besonders charmant. Ich möchte mal wissen, wie weit ist es denn von da nach da. Aber erstmal prüfe ich mal, das ist ein ganz wichtiger Schritt, ob mein Maßstab hier auch korrekt ist mit dem Maßstab dessen, was in der Zeichnung ist. Und man sieht, hier hat es jetzt schon quasi den korrekten Maßstab. Manchmal hat man halt einfach Pläne, weiß man nicht, in welchem Maßstab die erscheinen, dann passt das nicht. Tatsächlich kann man das hier einstellen an einem kleinen Toolleiste, die hier entsteht. Hier habe ich jetzt zum Beispiel 2 cm, ist ein 1 Meter. Manchmal hat man 1 zu 500 Plan, muss man entsprechend andere Daten halt dran machen. Ich kann dann empfehlen, einfach mal das zu prüfen. Ich nehme jetzt einfach mal ein Beispiel. Hier schreibe ich jetzt mal 10 hin. So, und wenn ich jetzt eine Maßkette setze, dann kommen da natürlich ganz andere Werte raus, weil ich halt einfach die Verhältnisse, die Skalierung halt einfach anders gesetzt halt habe. Ja. Genau, also. Wenn also ein Plan vorliegt, zu dem man nicht weiß, welcher Maßstab das ist, dann kann man halt einfach da in diese Richtung das einfach mal testen anhand eines entsprechenden Maßelementes, das halt einfach mal prüfen. Ja, und so kann ich jetzt also auch in so einer PDF, die vielleicht von einem anderen Ingenieur kommt, halt mal testen, was haben wir denn hier für Maße in dem Bereich. Ja, so, jetzt habe ich hier mein Maß bei 1,17 Meter gemessen. So, die Maßkette kann ich natürlich dann auch wieder löschen. So, dann hat es noch das Umfangsmesstool. Ich möchte jetzt wissen, was für einen Umfang irgendein Objekt hat. So, zack, hier, ich will hier den Umfang wissen. So, und man sieht hier unten rechts, hat es schon gleich eine Infobox. Da sieht man, in welcher Größenordnung sich das, was ich hier bemessen habe, halt bewegt. So, das hier kann ich jetzt auch noch irgendwo ablegen. Wunderbar. So, und das Gleiche geht es jetzt auch noch für Flächen. Ich will wissen, was für eine Fläche hier das WC hat. Zack, zack, zack. Und jetzt hat sich hier so ein Element aufgemacht und man sieht hier oben Umfang 5,81 Meter, Fläche 1,69 Quadratmeter. Ja, also, das war das, was ich zu diesem Programm PDF Exchange Viewer vorstellen wollte. Das Programm ist for free. Es gibt aber auch eine Bezahlvariante. Man kann sich das im Internet runterladen bei Softwareentwickler, also aber auch bei Portalen wie Heise oder ship.de. Und muss man einfach im Installationsprozess darauf achten, dass man halt den Button kostenlose Version wählt. Ich habe jetzt mal hier nur die kostenlose Version dargestellt. Die andere Version, die Pay-Version, da gibt es noch ein paar Features mehr. Gut, das war also meine Vorstellung des Programms PDF Exchange Viewer, besonders gut geeignet für Architekturbüros. Und achso, doch noch eine Sache, das alternative Projekt, was ja viele halt haben, was sich ja eigentlich etabliert hat als Marktführer, ist ja der Acrobat Reader. Der Acrobat Reader hat natürlich jetzt eine riesengroße bekommen, der hat ja irgendwie 1 GB Datenvolumen und bis man den erstmal geladen hat, da dauert seine Zeit und das kann ich natürlich nicht so empfehlen, wenn es schnell gehen muss. Dieser PDF Exchange View hat eine viel geringere Größe, ich glaube irgendwie 50 oder 80 Megabyte. Irgendwie in dieser Größenordnung bewegt sich das und das ist natürlich viel, viel schneller dann halt geladen und diese Features hier oben, das ist reduziert auf das, was man eigentlich im Daily Business immer so braucht. Also ich kann das nur empfehlen, PDF Exchange Viewer und auf ganzer Linie und ja, eben for free im Internet downloadbar. Ja, das war's. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.